Wir machen jetzt eine Selbsthilfegruppe für Corona-Impfgeschädigte. Also eine Selbsthilfegruppe hat einen politischen Auftrag. Aber was jetzt natürlich passieren muss, dass diese Menschen den Impfschaden anerkannt bekommen. Und das kann nur politisch passieren, indem man die Haftung auch klarstellt. Vielleicht eine Art Netzwerk von diesen Selbsthilfegruppen eben auch zu bilden. Wir haben möglicherweise für ein rasendes Anwachsen von Selbsthilfegruppen. Und mittlerweile sind wir bei etwas mehr als 50 Selbsthilfegruppen deutschlandweit. Ich gehe davon aus, dass wir flächendeckend in Deutschland auf die Art und Weise eigentlich das beenden können, dass wir so eine Art Teile- und Herrsche-Gesellschaft haben. Uns haben Rechtsanwälte kontaktiert, die gesagt haben, sie würden die Klagen gegen BioNTech, Pfizer und AstraZeneca und so weiter führen. Also da bin ich auch mit Initiatorin einen Verein gegründet und darüber sammeln wir jetzt Spendengelder. Ich denke, das ist nur ein kleiner Anfang. Das, was jetzt kommt, das ist riesengroß, riesengroß, unermesslich groß. Klar sehen, clever denken, frei handeln. Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf meinem Kanal Die Welt klar sehen. Heute möchte ich mal meine Serie weiter fortführen, nämlich zum Thema Alkia Fontes, was mit ihr nun ist. Wir hatten ja schon letztes Mal ein weiterführendes Thema gehabt, nämlich ist sie nun ein Vorbild oder ein Irrlicht? Nach meiner Meinung eben ein Irrlicht. So, aber Tatsache ist, dass sie außerhalb der Partei Die Basis ja eben auch noch andere Aktivitäten ja macht, und zwar welche? Nämlich sie hat eine Selbsthilfegruppe für Impfschäden gegründet. Ja, und darum geht es heute, was es mit der wohl auf sich haben mag. Ja, zu diesem Thema hatte sie eben schon Werbung machen können, nämlich im 130. Corona-Ausschuss. Corona-Ausschuss war sie ja schon häufiger, speziell für Die Basis, jetzt eben in eigener Sache. Also, und das schauen wir uns mal an. Als ersten Gast haben wir Alkia Fontes bei uns. Sie ist in Sachsen-Anhalt ansässig und sie hat dort eine Initiative ins Leben gerufen, und zwar eine Impfopfer-Selbsthilfegruppe. Es gibt aber noch wenig Impfopfergruppen, die sich direkt vor Ort treffen und miteinander sich austauschen und stärken und Tipps sich gegenseitig geben. Und da hat Alkia Fontes hier eine ins Leben gerufen, die sich auch wachsender Beliebtheit erfreut. Etwa 12 Wochen habe ich einfach gesagt, so gut, wir machen jetzt eine Selbsthilfegruppe für Corona-Impfgeschädigte. Also ganz speziell eben nicht irgendwie für andere Impfungen oder so, sondern wirklich die Corona-Impfung. Und habe gesagt, das ist jetzt einfach mittwochs 19 Uhr da und da, also in unserem Treffpunkt in Stendal. Und habe das der Zeitung mitgeteilt und tatsächlich hat die Zeitung, die lokale Zeitung, einen ganz kleinen Bericht oder kleinen Artikel, in dem sie die Daten nicht ganz richtig, aber doch fast richtig veröffentlicht hat. Und dann sind schon beim ersten Treffen 5 Geschädigte zusammengekommen. Ja, wir haben eine Heilpraktikerin mit psychologischer Ausbildung. Ich bin selbst auch Heilpraktikerin. So, sie ist also Heilpraktikerin. Ich persönlich wusste das bisher noch nicht, aber gut, man kann ja, wie sagte ja in ihrem Lebenslauf bei der Partei Die Basis, dass sie viele Sachen gemacht hat. Ja, Heilpraktikerin heißt jetzt was? Dass sie einen Abschluss als Heilpraktikerin gemacht hat, sprich die Heilpraktikerprüfung. So, aber praktizieren tut sie ja nicht, ne? Also insofern ist sie ja keine Heilpraktikerin, sondern eine Absolventin einer Heilpraktikerausbildung, ne? Denn um Heilpraktikerin zu sein, muss man ja auch praktizieren. So, schauen wir einfach mal weiter. Da als Begleitung und ein Arzt, der von Anfang an dabei war, ist Gynäkologe, aber eben schon sehr lange praktizierender Arzt, hat schon viel gesehen und ist eben offen für das Thema. Ja, und dass ein Arzt anwesend ist, das konnten wir auch in der Zeitung veröffentlichen. Und das war dann der erste Termin, wo wir uns zusammengefunden haben. Und am meisten dabei rauskam, ist, dass die Geschädigten Todesangst haben, immer wieder, also Angst haben, sich hinzulegen, weil die Schmerzen sie überrennen, weil sie dieser nicht Herr werden können, weil sie nicht wissen, ob sie wieder aufwachen. Ja, sie schreibt, am meisten dabei rauskam. An anderer Stelle sagt sie, sie haben 5 Leute dort gehabt. Ja, also natürlich sind deren
Probleme, deren medizinische Sorgen und psychologischen Sorgen ernst zu nehmen. Aber rein aus statistischen Gründen, sage ich jetzt mal, auch vom Fach wegen, jetzt vom Fach in anderen Bereichen, ist aus 5 Fällen eine Aussage von am meisten kam dabei raus, das ist doch ein bisschen sehr sportlich. Ne? Oder weil sie Angst haben davor, überhaupt seit Wochen nicht mehr schlafen zu können, vor lauter Schmerzen und vor lauter Panik. Hochdruck, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Blitze in den Augen, wie sich dann rausstellt, Schlaganfälle immer wieder und Herzattacken und Angst eben auch vor Thrombose und immer wieder Notarztrufen mit dem Ergebnis, dass der Notarzt wieder fährt oder man ins Krankenhaus kommt und dann heißt es, naja, in dem Alter oder naja, das kann mal passieren oder das bilden sie sich ein oder sie sind so jung, das können sie gar nicht haben. Auch das gibt es als Antwort. Wir haben ganz klar relativ am Anfang dann festgestellt, eine Selbsthilfegruppe hat einmal den Effekt und den Anspruch, dass man sich aussprechen kann, dass man nicht alleine ist, dass man sich gegenseitig ernst nimmt und dass man Hilfe organisiert. Und das ist natürlich sehr wichtig. Aber was auch. Ja, also wir sehen, dass es wirklich von zentraler Bedeutung ist, dass es solche Gruppen gibt, damit die Menschen eben Hilfe bekommen, sich selber Hilfe geben können. So, und hier macht Alkia Fontes doch einen sehr wohltätigen, mildtätigen und menschenzugewandten Eindruck. Auch unglaublich wichtig ist, dass man politisch, also eine Selbsthilfegruppe hat einen politischen Auftrag. Eine Selbsthilfegruppe hat einen politischen Auftrag. Nein, das hat sie definitiv nicht. Eine Selbsthilfegruppe hat den Auftrag, sich selbst zu helfen, weil sie genau diesen Auftrag sich selber gibt. Menschen, die woanders keine Hilfe finden, die organisieren sich selbst, um sich selbst zu helfen. An Politik ist an der Stelle doch objektiv niemand interessiert. Das heißt, hier macht Alkia Fontes, sehen wir jetzt einen kleinen Schlenker von der Mildtätigkeit zum politischen Aktivismus. Nämlich um diese Minderheit, oder in diesem Fall ist es vielleicht keine, aber erstmal ist es eine Minderheit, dieser Betroffenen aufmerksam zu machen. Was jetzt natürlich passieren muss, dass diese Menschen den Impfschaden anerkannt bekommen. Und das kann nur politisch passieren, indem man die Haftung auch klarstellt. Das Moment mal, das heißt also, jetzt sehen wir, dass es Alkia doch eigentlich gar nicht um die Impfgeschädigten geht, sondern es geht hier um politische Zwecke. Das heißt, wir sehen an dieser Stelle schon, dass diese Aktion, diese Impfschaden-Selbsthilfegruppen Instrumente sind, um ein politisches Ziel zu erreichen. Vielleicht erfahren wir ja noch welches. Es muss politisch deutlich gemacht werden, dass hier der Staat die Haftung übernimmt und die Haftung von dem Hersteller des Impfstoffs wiederholt, weil sie die Kohle gekriegt haben. Und deswegen auch vielleicht in Selbsthilfegruppen, die möglicherweise sich jetzt auch, wo Leute inspiriert werden, wenn sie das hier zu sehen, Alkia, was du da machst oder was ihr da in Sachsen-Anhalt macht. Wir gehen davon aus, dass wir nur in der Stadt Stendal etwa 1000 Geschädigte haben und im Landkreis etwa 1500 bis 2000. Oder so. Also man muss auch vor der Unterwanderung dieser Selbsthilfegruppen, da muss man, glaube ich, auch sehr, sehr wachsam sein. Und vor dem Hintergrund finde ich es auch sehr gut, vielleicht eine Art Netzwerk von diesen Selbsthilfegruppen eben auch zu bilden. Ah, jetzt sehen wir also, es soll ja gar nicht nur dabei bleiben, einfach Selbsthilfegruppen zu machen. Ein ganzes Netzwerk soll gebildet werden, und damit eben eine Unterwanderung nicht stattfindet. Ne? Also je mehr, desto besser. Das heißt, hier sehen wir also tatsächlich, dass auch Viviane Fischer, die ja auch schon gewohnt ist, ein großes Rad zu drehen mit dem Corona-Ausschuss, hier hellauf begeistert ist, ob der Möglichkeiten, die diese Selbsthilfegruppen so bieten. Ich würde mich da auf jeden Fall gerne zur Verfügung stellen, dass ich da so ein bisschen eine Begleitung, sage ich mal, für die ersten Schritte anbieten würde. Und ich habe die auch.
Ja, das können wir gut verstehen, dass Alke Frontes das machen würde. Denn ich hatte ja in meinem letzten Video zu ihr festgestellt, dass sie leicht an Großmannssucht zu leiden scheint. Ja, auch je größer, desto besser. Ja, sie möchte ja der Welt ihren Stempel aufdrücken. So, und nun scheint das also das neue Instrument zu sein, nachdem es mit der Basis ja noch nicht ganz so Ein geklappt bisschen hat. bekommen von den Betroffenen, die sich ganz früh schon geoutet haben. Also ich bin da sehr dankbar, dass wir untereinander da agieren können. Und ich kann eben jeden, der in irgendeiner Form helfen möchte, nur dazu aufrufen, könnt ihr euch gerne an mich wenden, auch an den Corona-Ausschuss, das wird mir weitergeleitet und Also ich hoffe, dass das weiter sich da ausweitet und dass wir hier einen Impuls gesetzt haben, möglicherweise für ein rasendes Anwachsen von Selbsthilfegruppen und sich gegenseitig stärkenden und stützenden. rasendes Anwachsen von Selbsthilfegruppen. Also die beiden Damen spielen sich ja regelrecht die Bälle zu. Ne? Und ja, wenn man also den Corona-Ausschuss 128 anguckt, ja, und die Expertise, die Wolfgang Wodak noch dazu gibt, dann ist eins klar, es handelt sich um eine super gute Sache. Da wird Menschen, die in Not sind, geholfen. Und ganz nebenbei spekuliert man darauf, ja, ein rasendes Wachstum von Selbsthilfegruppen, ja, um was zu machen? Ja, um eben die Haftungsfragen zu klären. Ja, der Staat soll haften, beziehungsweise die Impf Stoffschadenhersteller. Ja, und da wollen wir mal gucken. Organisationen, es geht ja auch über das reine Reden über jetzt Impfschäden und sich vielleicht dann da helfen Ja, gegenseitig. dazu muss man sagen, also das war jetzt am 28.10.2022 und am 21.10. und schon eine Woche später konnte Alke Fontes ja den nächsten Marketing-Erfolg verbuchen. Jetzt hat nicht nur ihre Bekannte, vielleicht auch Freundin Viviane Fischer im Corona-Ausschuss für sie Werbung gemacht, auf einer Plattform, die ja immer 30.000 bis 50.000 Zuschauer erreicht, auch derzeit noch, sondern sie hat jetzt einen Bericht im MDR gehabt, ja, und zwar bei Sachsen-Anhalt heute. So, und da wollen wir mal gucken, was die denn zu berichten haben. Es zog vor 9 Jahren aus Baden-Württemberg in die Altmark nach Gehtlingen, der Liebe wegen. Ich habe mitbekommen, was einzelnen Menschen passiert ist, wie sie gelitten haben unter den Impfschäden, und die haben sich so still versucht, im Internet irgendwie zu äußern. Und diese Schicksale haben mich unglaublich betroffen und ich konnte das einfach nicht stillschweigend angucken. Sie selbst hat keine Impffolgen und trotzdem. Was heißt, sie selbst hat keine Impffolgen? Der Eindruck, der Bericht vermittelt jetzt den Eindruck, als ob sie geimpft sei und keine Impffolgen hätte. So, aber nachdem, wie sie sich ja politisch in der Partei die Basis bisher geäußert hat, ist ja die Annahme, dass sie geimpft sein könnte, vermutlich wohl falsch. Das heißt, hier ist ja die Redaktion bei MDR ein Fehler unterlaufen. Oder hatte Alke Frontes vergessen zu sagen, dass sie zwar ein Netzwerk von Impf-Selbsthilfegruppen aufbauen will, aber selber gar nicht geimpft ist? Trotzdem engagiert sie sich, obwohl sie seit ihrer Geburt körperlich schwer behindert ist. Vor 9 Wochen lud Alkje Fontes zum ersten Treffen der Selbsthilfegruppe ein. 5 Betroffene waren da. Letzte Woche waren es bereits 20. Heute sind es weniger, weil viele Angst vor der Kamera haben. Die Selbsthilfegruppe in Stendal, so hören wir, ist für viele ein wichtiger Anlaufpunkt. Es tut gut, Tipps zu bekommen, gesundheitlich, aber auch seelisch. Übrigens, der Abend endete mit dieser Nachricht. Es wird bald weitere Selbsthilfegruppen geben in Genthin und in Halberstadt. Wie schon eine Woche zuvor beim Corona-Ausschuss angekündigt, es wird weitere Gruppen geben. Und tatsächlich gab es dann auch am 11.11.2022 gab es nochmal einen Auftritt von Alke Frontes beim Corona-Ausschuss. So, und der hat jetzt das Thema nochmal weiter Ist fortgeführt. wirklich phänomenal. Also innerhalb der ersten 12 bis 24 Stunden haben sich schon viele, viele weitere Leute gemeldet, die eine Selbsthilfegruppe in Deutschland initiieren wollen und die von mir wissen wollten und wollen, was man vielleicht machen kann, woran man sich halten kann, was man beachten muss, um eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Und ja, mittlerweile sind wir bei
etwas mehr als 50 Selbsthilfegruppen deutschlandweit, die wir dadurch initiieren konnten, die wir da. Das ist doch jetzt, was das rein Soziale betrifft, ist das doch ein schöner Erfolg, ja. Und es ist auch schön, dass eben ein öffentlich-rechtliches Fernsehen über so eine Initiative berichtet. Also insofern herzlichen Glückwunsch, Frau Fontes. Das haben Sie nach meiner Meinung sehr gut initiiert. Das ist sehr schön, ja, dass Sie die Möglichkeit ja erdacht haben oder ergriffen haben, Menschen in der Form zu helfen. Dadurch, sage ich jetzt mal, wo wir auf die Problematik aufmerksam machen konnten. Und unsere eigene Selbsthilfegruppe in Stendal, die hat dadurch auch nochmal einen riesen Schub bekommen. Ja, da gibt es eben schon erste Erfolge zu verzeichnen. Also wir haben Ärzte und Heilpraktiker vernetzt und es gibt schon einige, denen es besser geht. Ich gehe davon aus, dass wir flächendeckend in Deutschland auf die Art und Weise eigentlich das beenden können, dass wir so eine Art Teile- und Herrsche-Gesellschaft haben. Also hier sehen wir auch wieder die Zweckgebundenheit. Das heißt, Alke Fontes geht es definitiv nicht vorrangig um die Impfgeschädigten, sondern das politische Ziel, flächendeckend die Teile- und Herrschegesellschaft zu beenden. Und sowas nennt man ja Instrumentalisieren von humanen Zwecken. Also das ist, oder humanen Mitteln, es ist nur ein Mittel und nicht der Selbstzweck. Wahre Selbstlosigkeit, ja, wahre Hilfsbereitschaft ist da völlig ja uninteressiert an ferneren Zwecken, die sagt, ich helfe nur diesen Menschen und mehr interessiert mich nicht. Aber nein, sie möchte eben die politische Landschaft verändern, ja, und zwar in einem größeren Stil. Also für mich ganz ausschlaggebend ist einfach, wir sollten überhaupt nicht irgendwie zwischen Schwarz, Weiß, Grün, Rot, Links, Rechts, Rot, Grün und so weiter trennen und schon gar nicht zwischen geimpften und ungeimpften Menschen. Also ich möchte einfach sagen, hier muss gemeinschaftlich geholfen werden. Und das können wir. Also, und das kriegen wir auch wirklich immer als Feedback unserem Rechtsanwalt. Ja, also das können wir und das kriegen wir immer als Feedback. Also noch ist es ja nicht so groß. Ja? Also die 50 initiierten Gruppen sind ja jetzt nicht unter ihrer Herrschaft, sondern lediglich ja in Initiativgruppen. Ob die zu länger als 4 Wochen oder 4 Monate Bestand haben werden, das weiß man doch nicht. Ja, so, und aus 5 Leuten oder 20 Leuten, die da waren bei den Treffen, kann man das auch noch nicht so sagen. So sehr es natürlich für den Einzelnen schön ist, dass ihm geholfen wird, dass er sich besser fühlt, wenn er sich aussprechen kann, aber daraus eine allgemeine Aussage abzuleiten, dass das alles jetzt super klasse ist, das ist doch schlichtweg gar nicht möglich. Ich habe Leute kontaktiert, die gesagt haben, sie würden die Klagen gegen BioNTech, Pfizer und AstraZeneca und so weiter führen. Sie wurde von Rechtsanwälten kontaktiert. Jetzt ist ja mal die Frage, von welchen Rechtsanwälten redet sie denn jetzt? Ja? Ich vermute mal, sind das vielleicht Rechtsanwälte, die mit dem Corona-Ausschuss zu tun haben? Für die Geschädigten und und wir werden jetzt Gutachten erstellen. Wir werden also einen Betroffener, Wir werden Gutachten erstellen. Könnte es sein, dass man jetzt die Gutachten, die der Corona-Ausschuss in seiner Experten erstellt hat, verwendet werden? Hatte von der Rettungsstelle, hat seinen Krankheitsverlauf, weil er Leistungssportler war, sehr, sehr gut gut dokumentieren können. Also seine Blutbilder waren auch im Vorfeld bekannt und deswegen auch natürlich die Dimere, die so stark angestiegen sind und die anderen Sachen. Und da werden wir in die Klage gehen. Das ist ja ein ganz angenehmer Nebeneffekt. Also diese riesengroße Vernetzungsmaschinerie von Selbsthilfegruppen hat dann als Nebeneffekt, dass wir jetzt in die Klagen gehen werden. Das heißt also, wir würden doch hier eine super Auftragslage für Klageanwälte gegen Impfstoffhersteller sehen. Oder täusche ich mich da? Haben auch noch, also da bin ich auch mit Initiatorin, einen Verein gegründet. Den hatten wir schon im Juni gegründet und war vollkommen unabhängig davon eigentlich, hat aber den Zweck,
Menschen in Also, Not. sie hatte ja vorhin, das war dann ja Mitte Oktober, 3. Oktoberwoche, hat sie gesagt, vor 3 Monaten hat sie eben die Impfschadengruppe gegründet. Also 3 Monate zurück ist dann quasi Mitte Juli. Und jetzt erklärt sie, dass sie vorher im Juni einen Verein gegründet hat, der damit aber gar nichts zu tun hat. Naja, also innerhalb von 4 Wochen gleich 2 verschiedene Sachen zu gründen und dann noch im Vorstand der Basis zu sein. Also die Frau, die ist offensichtlich ein Universalgenie, ja, und hat 24 Stunden Zeit, wo sie ja ihre Projekte machen Menschen kann. Mit schweren gesundheitlichen Einschränkungen, und darüber sammeln wir jetzt Spendengelder ein. Wir sammeln Spendengelder ein. Wir haben einen Verein gegründet im Juni, der aber gar nichts mit den Impfgruppen zu tun hat. Aber dieser Verein sammelt jetzt darüber Spendengelder ein für die Impfgruppen. Dass wir den Menschen dann auch die Gutachten finanzieren können und die ungewöhnlichen und auch, also es ist ja auch ein Versuch, wir wissen ja nicht zum Beispiel. Die Gutachten sollen finanziert werden, aber die Gutachten liegen doch, im Prinzip, jetzt was die rein rechtsmedizinischen Gutachten sind, die liegen ja vor, die müssen ja nicht finanziert werden. So, aber die Einzelgutachten natürlich schon. Das heißt, wer profitiert jetzt davon? Jetzt die medizinischen Gutachter. Also wie viele Gutachter in Deutschland gibt es, die bereit sind, Corona-Impfschäden zu diagnostizieren? Kann es sein, dass das vielleicht einige dafür besonders gut qualifiziert sind, zum Beispiel diejenigen, die für den Corona-Ausschuss arbeiten. Ob Apherese wirklich Erfolg hat oder eine Resonanztherapie und so eine Sachen, die man vielleicht ausprobieren kann, auch hohe Vitamin-C-Gaben oder so weiter, in unterschiedlicher Kombination. Das weiß man ja nicht, ob es wirkt und wie lange es anhält und die Betroffenen. Also man weiß nicht, wie lange es wirkt. Vorhin sagte sie, man hat aber schon gute Erfolge. Das heißt, sie weiß nichts, aber verkauft gute Nachrichten. Haben meistens durch ihren langen Krankenstand oder Arbeitsunfähigkeit kein Geld, um das selbst alles zu bezahlen. Und das wollen wir gewährleisten, beziehungsweise wir wollen hier auch hier miteinander arbeiten und gucken, dass das passieren kann. Ja, natürlich. Das ist ja auch sehr lobenswert, ja, Menschen eben Kosten für Behandlungen, ja, für Gutachten und für Rechtsprozesse zu finanzieren. Aber man darf ja nicht außer Acht lassen, dass eben die Gutachter und Rechtsanwälte davon erheblich finanziell profitieren. Jetzt kommen natürlich auch sehr viele neue dazu. Wir werden bald andere Räumlichkeiten suchen müssen, weil wir jetzt aus allen Nähten platzen. Dieser Verein, der heißt gutgelingen.de, also, oder gutgelingen heißt er. Und wir haben uns fest vorgenommen, dass wir 100%ig transparent arbeiten, dass wir alles, was wir tun, auch transparent darstellen. Und ich möchte gerne so eine Art, also ich kann kein Qualitätsmanagement für eine Selbsthilfegruppe überall in Deutschland. Übrigens auch in Frankreich haben wir jetzt schon Anfragen bekommen. Oh, es geht also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern wir werden jetzt international. Also es ist gerade erst in Gang gesetzt worden und schon denkt man international. Ich werde von jeder Selbsthilfegruppe in ganz Deutschland, die sich gründet, von denen ich einen Ansprechpartner kenne, auflisten auf dieser Website. Das heißt also, auf der Website kann man sehen, dass sich auch wirklich jemand darum kümmert, den ich kenne. Also ich kann jetzt natürlich nicht. Finde ich wirklich super. Und jeder, der sich so einer Gruppe anschließt, ist ja wieder ein Multiplikator. Genau, das ist ein Multiplikator. Und Multiplikatoren führen dazu, dass das Projekt noch viel schneller wächst als ohne Multiplikatoren. Du sagst, also der kann wieder andere erreichen und natürlich auch in einer ganz viel glaubwürdigeren, konkreteren Art und Weise als jetzt vielleicht jemand, der vielleicht jetzt auch wie wir hier, vielleicht hat dieses kurze Update, vielleicht führt das dazu, dass sich jetzt nochmal mehr Leute finden, die Lust haben, sich irgendwo bundesweit da also mit Selbsthilfegruppen zu engagieren, ist ja auch natürlich wir sind ja sowieso international, aber auch Schweiz, Österreich und so weiter. International, Österreich, Schweiz. Es gibt noch ein paar Länder mehr, die man mit diesem Konzept ansprechen kann.
wird es ja auch Leute geben, die betroffen sind, ganz sicher. Und das ja, werden wir auch nochmal die Initiative auch jetzt nochmal unseren österreichischen Kollegen da irgendwie vorschlagen. Bei den Klagen werden wir selbstverständlich auf das umfangreiche Wissen des Ausschusses hier zurückgreifen können und müssen. Und das ist ja unglaublich toll, dass wir so ein riesige Erkenntnis. Also wir sehen hier, ist eine Kooperation zwischen dem Corona-Ausschuss und eben dem Verein, den gucken wir uns dann vielleicht demnächst nochmal an, was es mit dem auf sich hat. Also auf jeden Fall dieser Impfschadengruppeninitiative und der Spendensammlung durch den Verein. Ja, das ist also jetzt als Kooperation zwischen den beiden und dem Corona-Ausschuss vorgesehen. Schwämme, sage ich jetzt mal, haben, die wir dann erstmal als Grundlage nehmen können, um dann den individuellen Fall dann sozusagen da anzudocken. Also das ist schon mal super gut. Und ja, toll, Alke, ja. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu der Initiative. Ich freue mich, dass es so toll angekommen ist und ich wünsche mir wirklich... Ja, es ist toll, dass Alke Fontes diese tolle Idee hatte. Ja. So, und dass sie diese Idee der Viviane Fischer mitgeteilt hat und dass Viviane Fischer da so begeistert ist und dafür auch Werbung macht. Und ansonsten hat ja Viviane Fischer damit auch nichts zu tun, außer dass sie einer Bekannten, mit der sie schon öfter mal was gemacht hat und auch schon vor 2 Jahren was gemacht hat, ja, dass sie der jetzt nun hilft. Im Herzen, dass es den Menschen dadurch, dass da Hilfestellung sich weiter bietet. Und ich denke, das ist nur ein kleiner Anfang. Das, was jetzt kommt, das ist riesengroß, riesengroß, unermesslich groß. Das können wir gar nicht überschauen. Und auch da bräuchte ich natürlich dann Hilfe bei der Organisation. Riesengroß, unermesslich groß, das können wir gar nicht überschauen. So, und da braucht sie natürlich die Hilfe von wem? Von Viviane Fischer und dem Corona-Ausschuss und allen, die dranhängen. Ja. Aber ich nehme die Herausforderung an, weil das ist das eigentlich, wofür ich da bin, Verantwortung zu übernehmen in der Gesellschaft. Und also wir haben heute das Motto, sie wissen, was sie tun und wegschauen ist für mich keine Option. Ja, wegschauen ist keine Option, denn sie wissen, was sie tun. Und ich glaube, Alke Fontes weiß auch, was sie tut. So, und im Grunde genommen möchte ich mal fast vermuten, das hier wird tatsächlich eine Riesensache. Denn immerhin ist sie ja gut beraten von Viviane Fischer, die ja schon das einmal vorgemacht hat, wie man ja mit einem großen Marketing, ja, und einem positiven Ziel, nämlich Menschen zu helfen, gut Spenden sammeln kann. Ja, und gut, hier werden die Spenden ganz transparent gemacht. Ja, das werden wir uns da mal genauer anschauen. Ja, sie ist ja so erfolgreich und mit ihrer eigenen Gruppe und hat ja über 50 Gruppen bundesweit schon initiiert, mit denen sie allen in Kontakt stand. Das war jetzt quasi im November. So, und dementsprechend interessiert mich natürlich auch, ja, wie sieht es denn eigentlich jetzt aus mit den Gruppen auf der Seite, die sie extra für diese Selbsthilfe angelegt hat. So, und das ist ja im Grunde genommen diese hier, die Post-Vac- und Long-Covid-Selbsthilfegruppen. Wir sind für dich da. So, wir über uns. So, und da steht jetzt einiges. Das brauchen wir uns jetzt einmal nicht angucken. Wir schauen mal kurz ins Impressum rein. So, und da sehen wir Getling e.V., Alke Fontes und Carsten Wappler. Wissen Sie noch, wer Carsten Wappler ist? Carsten Wappler ist doch Gründungsvorstand. So, und mit Carsten Wappler war Alke Fontes doch auch vor 2 Jahren ein paar Mal bei der Sorokin-Show. Und außerdem haben sie doch gemeinsam noch ein Wahlkampfvideo gemacht. Ne? Also die beiden sind jetzt ganz eng beieinander und offensichtlich auch im selben Verein hier als Vorstände. Gut, so weit, so gut. Dann wollen wir mal gucken, wer Selbsthilfegruppen, wie viele hat sie denn da? So, also sie hatte ja was von 50 erzählt. Auf dieser Seite finden Sie die bereits entstandenen Selbsthilfegruppe und die bereits in Planung sind, sowie deren Ansprechpartner und weitere Informationen. Da zähle ich jetzt eine in Berlin, eine in Halberstadt, eine in Stendal.
So einen in Osnabrück, einen in Köln, einen in Ennepe-Ruhr-Kreis und einen in Mannheim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich zähle jetzt nicht 50, sondern ich zähle nur 7. So, und zwar jetzt nicht im Oktober oder November 2022, sondern im Februar 2023. Das heißt, die Frage ist, die sich hier ist für mich stellt, was genau ist denn hier jetzt los? Also entweder hat sie 50 Gruppen, mit denen sie allen in Verbindung steht, oder hat sie da geflunkert? Na, wir werden es vielleicht noch herausfinden. Aber das machen wir jetzt nicht in diesem Video, sondern demnächst, wenn ich ein neues Video mache, auch nochmal zu Alkir Fontes, aber dann mit dem Thema, was ist eigentlich mit Gut Gehtlingen los? Also bis dahin die Welt klar sehen. Klar sehen, clever denken, frei handeln.